Hallo liebe Fotofreunde, hier ist der Mike. Willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass ihr wieder zuschaut. Heute mal so ein bisschen ein kleines Quatschvideo, ein kleines Labervideo. Ich weiß gar nicht, wie lange es gehen wird. Wir schauen einfach mal. Denn du konntest den Titel schon sehen. Heute geht es mal darum, es geht überhaupt gar nicht um das Foto. Und was damit auf sich hat, das will ich mal ganz kurz ein bisschen erläutern, meine Gedanken dazu, vielleicht ein bisschen Anregung für euch geben, dass ihr wieder so einen kleinen Mehrwert für euch mit nach Hause nehmt. Zwischendurch zeige ich euch ein paar Bilder einfach als Anregung für euch, vielleicht als kleine Inspirationsquelle, vielleicht ein bisschen was zum Nachmachen, zum Üben etc. etc. Falls ihr mal so ein bisschen üben wollt und an der Challenge mitmachen wollt, es gibt auf meinem Kanal eine sogenannte Foto-Challenge und da gibt es schon 4 Challenges, die ihr euch mal anschauen könnt, denn da könnt ihr eure eigenen Bilder einreichen. Ich packe euch dazu einfach mal den Link in die Videobeschreibung, wenn das für euch interessant ist. Warum sage ich, es geht überhaupt nicht um das Foto? Ich gehe doch raus, um zu fotografieren, um tolle Bilder zu machen, um einen Moment festzuhalten, um eine Situation festzuhalten, um tolle Dinge einfach auf meine Speicherkarte zu bannen. Das ist auch in der Regel natürlich richtig, aber, und das sage ich immer wieder in meinen Videos, es geht für mich gar nicht primär um das Foto. Das Foto ist für mich immer das i-Tüpfelchen und das i-Tüpfelchen ist auch tatsächlich für mich, wenn ich meine Bilder einfach ausdrucken kann und wenn ich sie quasi in den Händen halten kann, weil ich kenne so viele Menschen, die haben so tolle und teure Kameras, machen ganz, ganz viele Bilder und wenn man fragt, okay, zeig doch mal ein paar Bilder, ja, die habe ich jetzt gar nicht, die habe ich irgendwo auf der Festplatte versteckt. Ja, okay, also wisst ihr, was ich meine? Also um was geht es denn konkret? Also das i-Tüpfelchen ist doch quasi das auszudrucken oder vielleicht als Plakat zu machen oder als Buch zu machen oder was auch immer. Also was nützen mir die ganzen Erinnerungen, die ich auf der Kamera festhalte, die ganzen Strapazen, die ich aufnehme, wenn ich davon am Ende des Tages, sage ich jetzt mal, nicht zumindest ein paar Impressionen für mich vielleicht in der Hand halten kann und sie mir anschauen kann. Deswegen sage ich immer wieder, wenn ihr rausgeht oder wenn ich rausgehe, dann ist für mich erstmal in allererster Linie der Spaß an der Freude. Und ihr wisst das, ich bin immer sehr früh unterwegs und wenn ich auf Fotoreisen bin, ist es natürlich extremer noch, dann ist man natürlich ganz früh morgens unterwegs, nachts unterwegs, dann wieder am frühen Abend, am späten Abend, so dass man quasi eigentlich dann auch immer nur zwischendurch ein paar Stunden mal schläft, um einfach ein bisschen Energie aufzutanken. Und das ist für mich das eigentliche Abenteuer, das ist für mich Abenteuerfotografie. Ich versuche quasi gewisse Situationen, die vor Ort herrschen, in der ich mich gerade befinde, einfach auf meiner Kamera festzuhalten und so darzustellen, dass ihr, wenn ihr gar nicht dabei gewesen seid, zumindest ansatzweise das Gefühl bekommt davon, okay, so und so muss es dort vor Ort gewesen sein und die Stimmung hat quasi Mike eingefangen. Deswegen sage ich immer wieder, es ist wirklich wichtig, wenn ihr so angefixt seid von der Fotografie, wenn ihr Bock auf Fotografieren habt und seid total motiviert und kauft euch ganz, ganz viel Zeugs und die teuersten, neuesten Kameras, dann ist es unabdingbar, sage ich mal, dass ihr eure Technik auch beherrscht. Das ist immer der erste Punkt, den ich wirklich mal ansprechen würde und sagen würde, okay, da müsst ihr ansetzen. Weil was nützt es euch, wenn ihr eine teure Kamera habt und könnt sie nicht richtig bedienen oder bedient sie vielleicht falsch oder kennt vielleicht gar nicht die Grundbegriffe? Warum soll ich jetzt Blende 16 benutzen und nicht Blende 10 oder Blende 8 oder Blende 4, 5 oder whatever, ist völlig egal. Deswegen mein Tipp zuerst immer, versucht zuerst mal die Kamera wirklich technisch so einwandfrei zu beherrschen, dass ihr sie, wenn es geht, auch möglichst im Dunkeln vielleicht sogar bedienen könnt und dann einfach vor Ort euch nicht mehr so darauf konzentrieren müsst. Ihr wisst es quasi wie beim Autofahren, ihr müsst kuppeln, ihr müsst das Gaspedal treten, ihr müsst bremsen. Das macht ihr nicht mehr, da denkt ihr nicht mehr drüber nach, das macht ihr einfach, weil es so ist. Und genauso müsst es mit eurer Kamera eigentlich auch sein, ihr müsst sie blind bedienen können. Ich kann das, ich habe das auch jahrelang wirklich immer geübt intensiv und habe auch viel hinterfragt, habe viel nachgeforscht, was die einzelnen Funktionen konkret bedeuten, wozu sind sie nützlich, wann brauche ich das vielleicht auch nicht. Es gibt ganz, ganz viel Zeugs an den neuen Kameras, die man als Anfänger, als Fortgeschrittener auch gar nicht unbedingt braucht, das davon mal abgesehen. Aber die Grundeinstellung, wie gesagt, die müssten dann schon sitzen, dass ihr einfach euch nicht mehr auf diesen Part der Technik vor Ort konzentrieren müsst. Und dann geht es doch eigentlich nur noch darum, dass man sich einfach schöne Momente auch schafft, dass man sagt, okay, ich bin jetzt vor Ort auf Island oder ich bin jetzt in Bayern unterwegs oder ich bin im Harz unterwegs oder an der Nordseeküste oder wo auch immer, völlig egal. Und ihr genießt auch für euch den Moment so ein bisschen vor Ort. Also nicht nur so krass losgehen und ich muss dieses Foto kriegen und ich stampf dahin und stell die Kamera auf und bam, 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 ich baller meine Bilder durch und gehe nach Hause und sage, hey geil, ich habe ein geiles Bild gemacht, ich bin ein geiler Fotograf. Kann man machen, gar keine Frage. Aber das ist halt nicht für mich persönlich Landschaftsfotografie. Für mich ist es ganz, ganz viel mehr, dass das Vorbereiten, am Abend vielleicht auch nicht richtig schlafen können, weil man schon ein bisschen aufgeregt ist, man kennt den Spot vielleicht noch nicht, man geht los, man entdeckt Neues, man
das ist so dieses Unbekannte, ja, wenn man irgendwo hinfährt und man ist zum ersten Mal dort und man tastet sich langsam heran, man hat vielleicht auch ein bisschen Angst. All das sind für mich so Komponenten, die für mich eigentlich die Landschaftsfotografie ausmachen. Natürlich auch die Witterungsbedingungen, also kein Fotograf geht ja gerne bei Regen los und fotografiert, auch das habe ich schon gemacht. Wie jetzt auch natürlich im letzten Video vielleicht, was ihr gesehen habt, in Warnemünde bei so einem krassen Sturm, das war auch sehr, sehr krass. Muss ich nicht jeden Tag haben tatsächlich, aber es war trotzdem schön. Und genau das sind eben die Momente, die man sich sozusagen schaffen sollte in der Landschaftsfotografie. Und deswegen meine Empfehlung, versteift euch nicht zu sehr auf eure Technik. Klar, die müsst ihr beherrschen können, aber ihr braucht nicht jede Woche ein neues Objektiv oder jedes Jahr. Ihr braucht nicht den neuesten Fotorucksack. Versucht euch so ein bisschen zu begrenzen auf das, was ihr schon habt und versucht einfach daraus das Beste auch dann für euch zu machen. Und vor allem, druckt eure Bilder mal so ein bisschen aus und genießt es auch mal. Nehmt sie euch mal wieder vor. Vielleicht alle 3 Wochen mal sagen, okay, ich hole mein Fotoalbum mal vor und guck mal, wie die Bilder so aufgebaut sind. Ich gucke mir vielleicht ein paar kleine Details an. Ich gucke, was ich vielleicht damals vielleicht nicht so gut gemacht habe. Was will ich besser machen? Wo will ich hin? Was für einen Look will ich erzeugen? Wie sollen meine Bilder aussehen? Sollen sie natürlicher wirken? Sollen sie immer den gleichen Bildlook haben? Sollen sie immer die gleiche Farbstimmung haben? Was auch immer. Und da müsst ihr für euch so ein bisschen schauen, dass ihr für euch so einen Mittelweg findet. Ich persönlich bin kein Fan von so Presets, die man überall rüberballert und dann immer sieht es halt immer gleich aus, in Anführungsstrichen, egal was du fotografierst. Das kann gut aussehen, das hat auch seine Berechtigung, glaube ich, auf diversen Foren und Social-Media-Kanälen. Aber ich persönlich, ich mag es halt gerne minimalistisch. Zum Beispiel jetzt das Bild hier aus Warnemünde. Schöne Strukturen, darauf achte ich. Minimalistischer Himmel quasi an diesem Tag. Oder auch der Leuchtturm. Eigentlich ein sehr dankbares Motiv, wie ich immer finde. Schönes Wellenspiel im Hintergrund. Ganz, ganz einfach zur blauen Stunde fotografiert. Und da brauche ich keine Filter. Das ist für mich das Bild, so wie ich es auch gesehen habe, wie es da war vor Ort. Vielleicht ein ganz kleinen Tick getuned auch, sage ich mal. Also ein bisschen die Nuancen angepasst, das ist nicht die Frage. Aber nicht zu übersteuern. Das soll für mich immer noch einen natürlichen Bildlook auch dann haben. Genau, das ist für mich Fotografie und deswegen geht es nicht immer unbedingt um das Foto. Natürlich, am Ende des Tages wollt ihr auch ein Foto mit nach Hause nehmen, was gut ist. Aber was ich damit sagen will, wenn ihr schon von vornherein euch viel mehr auf das Abenteuer der Landschaftsfotografie einlasst und vor allem den Part der Technik und der Bedienbarkeit könnt, dann müsst ihr euch nicht mehr darauf fokussieren, dann könnt ihr das mehr genießen. Ihr könnt auch mal durchatmen zwischendurch und könnt sagen, okay, jetzt sitze ich hier einfach mal 20 Minuten oder eine halbe Stunde und genießt das mal für mich. Weil was nützt es für euch, wenn ihr irgendwie dauernd nur durch den Sucher schaut, dauernd durch euer Display hinten schaut, dauernd eure Bilder kontrollieren müsst. Das ist in meinen Augen auch nicht gesund, sondern kann eher zum Negativen führen. Ihr seid viel zu viel gestresst innerlich. Und viel wichtiger ist es einfach auch mal, die Szenerie auf sich wirken zu lassen. Das mache ich genauso, wenn ich vor Ort bin. Ich fahre immer sehr, sehr frühzeitig auch los, mache Location Scouting und schaue einfach so ein bisschen immer, was mich vor Ort erwartet und kann dann für mich die Situation einfach auch noch ein bisschen besser genießen. Das mache ich vor dem eigentlichen, sage ich mal, Bilder machen, also vor der blauen Stunde, vor der goldenen Stunde beispielsweise. Und danach auch, also wenn quasi die besten Lichtverhältnisse weg sind, dann komme ich für mich immer so ein bisschen runter, dann komme ich meistens so in den frühen Vormittag rein und in die Mittagszeit rein und dann fahre ich für mich selbst auch ein bisschen runter und kann die Umgebung ganz anders genießen, dann wirkt sie auch ganz, ganz anders. Genau, das ist für mich also im Grunde das Thema, es geht überhaupt nicht ums Foto. Ich hoffe, da waren vielleicht so ein paar Gedankenanstöße heute für dich dabei und wie siehst du das? Also ist es bei dir ganz wichtig, dass du ein Foto machst? Oder sagst du eher, okay, wenn ich kein Foto habe, ist es zwar schade, aber ich kann damit leben? Oder bist du jemand, der seine Fotos immer nur auf der Festplatte speichert und druckst sie vielleicht gar nicht aus? Lass es mich gerne mal wissen, würde mich sehr interessieren. Lass uns gerne mal austauschen untereinander auch. Also schreibt kräftig unter das Video eure Kommentare und dann können wir uns gerne mal dazu austauschen. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, nicht vergessen, Daumen nach oben da lassen, teilen, die Abo-Glocke zu drücken. Und dann bis zum nächsten Video. Also schnappt eure eigene Kamera jetzt, geht wieder schön raus, macht schöne Fotos. Aber nicht vergessen, es geht nicht um das Foto, es geht um eure Erlebnisse, um euer Tun, was ihr draußen Schönes macht und vor allem, was ihr so zu sehen bekommt, was ihr erleben könnt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Mike. Ciao, ciao.